Hi Leute, da wären wir wieder zu einem neuen Let's Play Crunchhift Auto Part. Jetzt der 6. insgesamt. Wir sehen, wir können jetzt zu Flat, aber wenn wir da gucken auf der Map, sehen wir ein blaues Männchen. Und blaues Männchen heißt entweder, er ist total besoffen oder es ist eine Nebenquest. Also rennen wir dort mal hin und checken aus, was da so geht. Dödelölö, mach mal Platz hier. Hier kommt MC Mini. Achtung. Oh. Jetzt. Oh, ich bin irgendwo. Oh, der Crackhead mal wieder, der Kokser. Digga, was geht denn? Voll am Koksen oder was? Oh, voll am Spliffen. That's nice. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. Time flies. When you're man sieht, fun? Dass er Amphetamine nimmt. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. Oh, sieht der eklig aus, der Kerl. Da sieht man mal, wie das Gesicht zerstört wird von diesen scheiß Drogen. Gras ist was anderes, aber das kapiert Deutschland nicht. Gras ist auf jeden Fall harmloser wie Alkohol. Komm, jetzt spring rein. Ja, ich weiß, ich habe mir ein Auto gecheatet. Das war eigentlich uncool, wollte ich eigentlich nicht machen. Das ist Angewohnheit, weil wenn ich hatte GTA schon durchgezockt, schon 3-4 Mal. Und ich liebe dieses Spiel trotzdem noch. Das, oh, ändert nichts daran, dass es mir Spaß macht, totgezockt. Kann man GTA 4 totzocken? Nein, glaube nicht. Klar, irgendwann denkt man, oh, jetzt hat man keinen Bock mehr. Aber ich finde, dann fängt man einfach durchs Spiel, wenn man schon durchgezockt hat, so die Leute abmuckst, etc. pp. Den Kack da macht. Dann kann man einfach, ja, das Spiel nochmal durchzocken und... Ich meine, bei GTA 4 kann man sich immer umentscheiden, zum Beispiel. Das ist auch geil. Sick. Yo, Mr. Banker Man. This is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most up. Ach du Scheiße, Alter, sieht der Kacke aus. Dude, take me over to Whopper. Drogen nix gut für Mamuschka. Boah, Alter. Entweder der hat sich Herpes eingefangen oder Syphilis und... Hässlicher Kerl. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! Oh, what's that film where that guy is on a mountain and he gets chased ja, by that you? Ja, Frauenarbeit will er wieder, ja. Putzen. So, der verpisst sich jetzt hoffentlich aus meinem Wagen. Is this your place? Das ist eigentlich gar nicht mein Wagen. Sorta. No. It doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the rock. Alter, was fährt denn der zusammen? Pass auf, dem geben wir jetzt erstmal direkt auf die Fresse. Dem... Ja, wir wollen überspeichern. Wir fahren den jetzt raus, fahren ihm hinten drauf, holen ihn raus. So, du Arschloch, komm jetzt mal her. Was hast du mit meinem Auto gemacht, ja? Jetzt rennt er weg. Wo rennt er hin? Da hinten. Bleib stehen, du Arschloch. So. Oh. Oh, da waren Bullen. Irgendwo. Scheiße. Ups. Naja. Was kann passieren? Jetzt nehmen wir einfach den Chavos und ziehen Leine. Der ist nämlich frisch gewaschen worden gerade eben, wie wir gemerkt haben. Und hauen jetzt von den Bullen ab und danach besuchen wir Flatty. Flatty, Flatty Boy. Ab geht die Post. Yo, yo, yo. Give me cover. Warum braucht ihr sie euch vor mir doch nicht verstecken? So harmlos. Deckung zu gehen hier. Schieße auf niemanden. Ja, wenn ich jetzt auf die Bullen schieße und 3 Sterne und dies und das, dann werde ich die Kackfratzen nicht mehr los. Aber jetzt fetzen wir einfach mal hier durch. Und hier entlang. In der Hoffnung, dass wir sie... Oh! Das war natürlich uncool. Aber über was bin ich drüber geflogen? Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Ich will nicht duschen. Heute nicht. Morgen vielleicht. Oder im nächsten Jahr, aber heute nicht. So.
Das Auto ist ziemlich kaputt und klauen wir uns ein neues. Dann holen wir uns den BMW. So, du gehst raus oder ich schieß dir die Birne weg. Fensterputzer. Ich gesagt, du sollst abhauen. Was? I need somebody. Ah, Metal! Okay. Machen wir mal aus das Kackradio. Oh, der Roman will was. Nico, now that you're settled in the life in Liberty City, I was wondering if you could start to help your cousin with the family business. I thought all I'd been doing since I got there was helping you out. You have, but I need officials. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more companies. So, wir sollen also für Roman. Wie mich verschluckt. Passiert im Krieg. Also wir sollen jetzt für Roman eine Mission erledigen. Also wir können für Roman jetzt Taxifahrten erledigen. Er beutet uns aus, so wie eigentlich alle Taxifahrer ausgebeutet werden. Und deswegen sehen wir zu, dass wir für Roman erstmal keine Fahrten machen. Wir gehen jetzt zum Flighty Boy, haben unser Auto perfekt geparkt. So gut kann keiner parken. Also falls mein Hund da, Auto ist wie Knight Rider wahrscheinlich. Falls er Hunger hat, kann sich eine Sausages bestellen und Würstchen essen. Wir gehen jetzt wieder zu Skin and Care Nelson. Ein Spaß, wir gehen zu dieser Bar natürlich. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin. What? Owe me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Excuse me. Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Понравился старая ведьма. Come on, Yoko. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on. Wait! I'm walking here. Let's go. Zu geil. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, get a bomb. Get that job, hey, you deadbeat truck head. Just a little change, man. Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their truck habits. Well, say something. You are so fucking laid back. Warren, come on. Flighty Boy hat zu viel Koks genommen. Want some? We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, Where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No, Yokel. I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We gonna drive over there? What? How we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasants? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Flighty ist ein riesen Arschloch. Dickhead, ja genau, richtiges Schwanzgesicht. Scheiß Kokser. Also, jetzt sind wir ja schon hier bei der U-Bahn und wir sehen, wir können hier eine Waffe aufheben. Heben wir den Baseballpad auf. Jumpen über die Railing da und laufen jetzt erstmal da hoch. Was willst du? Was willst denn du? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh nein, das war eine dumme Idee. Egal. Normal müsste ich ja jetzt 2 Sterne haben. Das war ein cooler Bug. Halt die Klappe, Polizist.
So, wann kommt der Zug? Excuse. Oh mein Gott! Ich habe nur ein paar reingeschuckt. Ah! Nein! Fail! Oh, Dummheit! Ah, scheiße war das. Na egal. Sowas passiert ab und zu mal. Kann man nichts machen. Ich hoffe, die Mission ist jetzt nicht fehlgeschlagen. Das wäre nämlich richtig Gaylord-mäßig. Jo, die Mission ist fehlgeschlagen. Wir müssen nochmal zu Flatty Boy. Und wiederholen einfach die Mission. Ey, Leute, tut mir echt sorry. Aber schon wieder dunkel. Ich habe gehofft, es ist Tag. Na ja, passiert. Wir legen uns jetzt nicht mit dem Kerle da vorne an. Wir laufen nämlich ganz normal auch. Da steht der Bulle und wartet. Das ist okay. Das war jetzt echt dumm von mir. Ich wollte eigentlich den einfach nur runterschucken. Die Tussi da runterschucken. Hab gehofft, die kriegt, wird überfahren. Aber das lassen wir jetzt lieber mal bleiben. Denn das war nicht so clever. Cool wäre es, wenn man sich hier hinsetzen könnte zum Chillen. Aber es sieht aus, als würde ich kacken. So, da haben wir unseren Zug. Was macht denn der? Wieso rennt der jetzt drei Türen weiter? Wieso, weshalb, warum? Naja, scheiß drauf. Ist nicht mein Problem. Ja, jetzt fahren wir mal genüsslich mit dem Zug hier durch die Gegend. Wir überspringen das Ganze. Hab keinen großen Bock jetzt da, Hanne, rumzudüsen. So sind wir schneller unterwegs. Und da sind wir schon. Finde und hole den silbernen Blister. Machen wir. Erstmal hier die Treppen runterkrabbeln. Eieiei, wir könnten hier schon mal ein paar Lichter aufbauen, damit es heller... Also, hier ist ein Lighting-Objekt, aber man merkt nichts davon, dass das heller wird. Rockstar Games, das habt ihr schlecht gemacht. Okay. Ab geht die Post zur Mission. Geh doch zur Seite! So, wir nehmen den Baseball-Pad raus. Und ziehen ihn direkt eins über. So. Ah, du bist... Bleib liegen, ja? Sonst batsche ich dir noch eine mit dem Ding über die Kosch. So, wir müssen aufpassen. Wir dürfen das Auto nicht kaputt machen. Das wäre nämlich schlecht. Jetzt ist frei, jetzt fetzen wir einfach mal durch. Suchen wir Flatty Boy an. Der schickt uns zur Waschanlage. I have your new car, Vlad. It's not pretty though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family drives around in the dirty cars, but it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over in Saratoga Avenue. Take it over there, and then to my lockup, just up Mohawk. Did they give the car up easy? He's a little bruised, but he gave it up easy enough. Good. Dead guys can't pay interest. You are learning. Ah, jetzt muss ich aber anders hinfahren, weil das Auto ja dreckig ist. Gut. Der schickt uns jetzt zur Waschanlage, wie schon verabredet. Aber was mir da einfällt, also das in Russland, wusstet ihr, dass man da eine Strafe zahlen muss, wenn man mit einem dreckigen Auto durch die Gegend fährt? Also, bekloppte Sachen gibt's ja, aber das stimmt, Leute, das ist kein Scherz. Gut, Nico Bellic ist ja jetzt kein Russe, sondern Serbisch. Ich weiß nicht, ob das da genauso abläuft. Und wir sehen, oh, schon gedacht, jetzt passiert uns ein Unfall. Weil ich da Idiot so bin. Oha, Live-Lot. Haben wir nicht nötig. Wir biegen jetzt nach rechts. Und ab in die Waschanlage.
Und let's get clean our car. So. Jetzt unser Auto schön gereinigt. Okay. Damit es wieder hübsch aussieht. Ja, es sieht ganz schön dreckig aus, als wäre es irgendwie durch Schlamm oder Matsch oder in allen möglichen Scheißdreck gefahren. Na komm schon. Ich werde ja immer so schöner. So, jetzt ist es wieder gereinigt. Und wir können hoffentlich gleich mal wieder losfahren. Da wären wir schon. Dein Auto ist sauer, ja, das sehe ich. Bin ja nicht blind. Und ab die Post. Zu Fladys Garage. Ich weiß noch früher mit dem Patch 1.0.2 war das so der Buggy. Man konnte die Aufmission nicht abschließen. Denn die Garage hat sich nicht geöffnet, beziehungsweise Flady Boy hat nicht angerufen und uns gesagt, hey, du musst, ich sehe schon kommen, jetzt passiert uns ein Unfall. Und das Auto ist total Schrott und... Ja, also... Flady Boy hat uns halt nicht angerufen und wir konnten nicht in die Garage, beziehungsweise nicht in die Waschanlage fahren. Das war natürlich richtig scheiße. Mit 1.0.3 haben sie das immer noch nicht gefixt gehabt, sondern erst mit 1.0.4, also mit dem fünften Patch insgesamt. Und 1.0.4 ist sowieso der beste Patch, aber ich spiele jetzt hier mit 1.6. Vielleicht manche schon bemerkt haben, weil ich einfach finde, die Schatten sehen besser aus. Man hat ein klein wenig mehr FPS. Und ich spiele jetzt mit Fraps um die 25 FPS und ohne Fraps sind es 40 bis 50. Das geht noch. Ich habe eine Nvidia GTX 550 TE und läuft. Gut, was macht ihr? Sammelt ihr Steine oder was hier? So. Jetzt haben wir die Mission für Flady Boy erledigt. Wir sehen, hier ist ein Auto geparkt. Schlagen wir doch mal die Scheibe ein. So. Wir rufen gleich Flady Boy an. Been educated in a public school. Well, sort of. I learned to despise the common herd in a public school. So then I learned about the world by being blah, blah, blah. Hello, this is Vladimir's after phone message. We leave in a recording story after the class has been played. Will Cleveland dog. Arschloch, halt die Fresse. So. Oh. Ich hab Vorfahrt. Ja, wir können im Moment nur zu Flady oder wir rufen Little Jacob an. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Wir rufen Little Boy an, hier den Little Jakey. Und checken aus, was bei dem so geht heute Nacht. Okay, der hat zu tun. Verkackt. Müssen wir wohl oder übel zu Flady Boy. Und für den eine Mission erledigen. Wir fahren einfach dem jetzt hinten drauf, fahren nach links, üben ein bisschen Vandalismus. Die Hotdogs bekommst du doch sowieso nicht. Was willst du jetzt hier? Verpiss dich! Ess deine Hotdogs hier. Du kriegst einen Arsch versohlt. So. Ey, willst du mir einen Schluck von deinem Kaffee geben? Ey, warum rennst du weg? Okay. Even the not so terrible. Kurz einen Schluck trinken. Hey, Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Bing, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here.
sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told him he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, gorgeous. No. I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. You think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? Then Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now! Go wait for him by the car depot. Jo, wird erledigt. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about it. Wir fahren jetzt zu Romans... Ups. Da sitzt da der Nummer. Und da ist niemand. Also gehört die bei mir. Party, wir besaufen uns. Nein, Spaß. Das wäre natürlich jetzt schlecht, wenn wir uns total betrinken würden. Oh, da sind die Bullen. Ich würde sagen, wir nehmen dann einfach Romans Taxi, das wir umfrisiert haben hier. Wir haben schlecht geparkt, muss ich sagen. Egal. Einfach mal zwischendurch fahren, weil wir müssen ja Roman retten. Dem seinen Arsch retten. Diesen, wie heißt der? Ivan. Okay, Ivan, komm her, komm her. Der hat natürlich ein schnelles Auto. So you're the guy I meant to kill. So. Gleich haben wir ihn. Jetzt müssen wir erstmal um die Kurve. Oh, wo ist er denn wieder hin? Ah, der ist ziemlich schnell unterwegs, schneller wie wir, der hat ja auch ein besseres Auto. Aber jetzt haben wir ihn gleich erwischt. Und er jumpt hier rüber. Dasselbe werden wir jetzt auch machen. Hoffentlich. Oha, wo ist der hin? Ey, fahr doch jetzt zur Seite. Mann. Noch habe ich ihn auf der Karte. Und um die Kurve geslidet, gescript da rumgepokert da. Jetzt, da hält er an. Oh, wow. Anhalten. Aussteigen jetzt hier, Anne. Los. Mussten natürlich die Autos hier. Ja, chill doch einfach. Jetzt, wo ist die nächste Leiter? Hier ist er. Ich könnte ihm jetzt schon die Kugel verpassen. Aber wir sind ja soziale Menschen und wir verpassen jetzt erstmal keine Kugel in seinen Hintern. Der ist aber verdammt schnell, der Kerle. Vlad don't like you no more, man. There's nothing in this town. Don't do this for him. Jo, das werden wir jetzt gleich mal sehen, was wir machen. Jetzt, was sollen die Scheiße jetzt? Ach so, das ist... Ja gut, wie gesagt, das ist ja ein bisschen gebuggt. Man sieht nicht, dass er jetzt darüber springt. Sondern wir müssen jetzt da rüber jumpen. Unser Schatten sieht mal wieder ultra cool aus. Und... Jump ohne Kopf! Wuhu! Wir sind Imber. Und nochmal jumpen ohne Kopf.
So, wo haben wir ihn? Da vorne haben wir ihn. You've run out of roof, dickhead. Ah, wo renne ich hin? Das ist immer so die Sache, wenn ich da kopflos durch die Gegend renne. Oh, jetzt stürzt er aber ab hier. Entscheide über Evans Schicksal. Okay, Ivan. Wie kann ich dir aufhelfen? Please. Rod told you to kill me, right? Ja, komm, ich helfe dir hoch, Digga. Bin ja kein Unmensch. Once you're dead, you can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to live anyway, get away from all these people from back home. Get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're good, man. You're good, man. Thank you. Ich weiß, dass ich hier der King von Maika oder keine Ahnung bin, aber wir werden uns jetzt den Flat begeben. Wir erstmal hier runterspringen, runterrennen, besser gesagt. You won't be seeing your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man, because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! So, wir rufen jetzt sofort Roman an. Das Flatty Boy. Roman, how's it going? You know, cousin, things have been looking up since you got here. If things are looking up now, I hate to think what they were like before I arrived. I hear you're working with little Jacob. He's a good man, Nico. A good man. I can't tell what he is saying most of the time, but I like him. That is your bad English, Nico. Once you have been in America for longer, you will understand him perfectly. Sure I will, Roman. Later on. Okay, das ist jetzt auch wurscht. Wir schnappen uns den Inkot. Du gehst jetzt aus der Karre raus. Sofort. Sofort. Sofort, hast du gehört? Verpiss dich, Arschloch. Oh, der hängt uns an der Backe. Das ist natürlich sau cool. Da können wir schön ihm wehtun und das haben wir auch gemacht. Wir fahren jetzt direkt zu Roman Bowman. Jetzt kommt der Krankenwagen schon. Denn Roman hat ein kleines, klitzekleines Problemchen mit Flatty Boy. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt in der Mission kommt, aber ich glaube schon, dass wir jetzt mit Roman gleich mal Tacheles reden. Oh, tut mir leid. Hey, what's wrong? Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! Yo, jetzt gib mir Flatty Boy fett auf die Schnauze. Das wollte ich schon immer mal tun. Don't do anything!
Denn ich hasse Flat. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. Oh, wir haben sogar schon schlechtes Wetter. Und ich denke mal, das ist unsere letzte Mission in diesem Part, die wir machen. Und sehen uns dann in... Boah, ist schon im siebten Part, sehen wir uns. Krass, wie die Zeit vergeht. Pass auf, jetzt haben wir den. Mal kurz weg. You have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Give me a drink. Anyway, я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Der war schlecht. Bloody boy. I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boys? Yeah. Now, get them out of here. Und jetzt gibt's erstmal auf die Fresse. Arschlöcher. Gleich mal erschossen. Wir brauchen uns da gar nicht zu prügeln. He's running away. We win. Let's go home. I'm not walking away. Den kriegen wir noch. Keine Sorge. Weg da. Das läuft immer so. Immer so. Immer wenn du in der Verfolgungsjagd bist, rammen dich die ganzen Leute weg, stellen sich dir in den Weg. Das ist immer so. Und seit wann fahren wir jetzt bis hier rum? Ist mal wieder nur in solchen Sequenzen, so Missionen. Cutscenes etc. Da fahren dann die ganzen Autos rum, die normalerweise nicht durch die Gegend cruisen. Aber klar, man kann auch... Brennt mein Auto? Nein, noch nicht. Das wäre jetzt natürlich sehr scheiße, wenn es brennen würde. Ich hätte doch nicht dieses Auto nehmen sollen. Aber, Alter, was ist das für ein Lauch hier? Das war natürlich auch klar, dass... Sorry, Leute. Ich muss jetzt kurz cheaten. Sonst verliere ich den Kerle. Tut mir echt leid, macht man ja normalerweise nicht. Das war jetzt auch sau uncool. Aber sonst hätte ich die Mission gleich 10-mal machen dürfen und das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! So, Flatty Boy. You've killed yourself and your cat. Fucking yokel! You think you can get away with killing me? I guess I'll find out! You think this is worth it? You are throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down! You won't last a moment! I'll last longer than you will, shithead! Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, Yokel. You are dead man! Mikhail Faust thought of me as a brother. He will get him. Half Beach is a small place. My friends will find you. Ah, da ist aber Blut dabei. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. So ist es, Nico Bellic. So und nicht anders. Ah, you're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm! You halted the jump! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army,
were going on the mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Und da fahren die Bullen vorbei. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Flatty, flatty boy. Wir können, was wir auch machen können, ist eigentlich, Radio ist schon cool, weil was mir da gefällt, immer wenn die Nachrichten laufen, dann hört man genau, was passiert ist, was gefunden wurde. Da wird auch erzählt, dass Flat, also dass eine Wasserleiche gefunden wurde mit einem Kopfschuss. Es ist echt cool so gemacht und man kann das auch im Internet nachlesen. Also in-game Internet Café. Das ist schon cool, also GTA 4 gefällt mir sehr gut. Das ist, wie gesagt, immer noch mein Lieblingsspiel, auch wenn schon Ewigkeiten draußen ist. Und ich freue mich schon auf den 5. Teil. Und freue ich mich auch auf Max Payne 3. Das wird bestimmt auch der Hammer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Pause. Und sehen uns dann im nächsten Part.